Aber lieber Neuschützer, ich bin der Rufen von den Pixelhelpern. Das hier ist die Liberty, ein ehemaliger Bojenleger aus der Ostsee. Mit der wollen wir in Zukunft mit eurer Unterstützung Seenotrettung im Mittelmeer betreiben. Denn dort Urlaub machen, baden und wenige Kilometer entfernt sterben Menschen auf der Flucht. Nein, kein Mensch sollte auf der Flucht sterben. In den letzten Monaten haben wir unter dem Claim außer Betrieb auf die Europäische Zentralbank und auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Lichtprojektionen gemacht. Nun seid ihr an der Reihe, ihr müsst uns helfen, diesen Kahn von außer Betrieb in Betrieb zu nehmen und mit uns gemeinsam ins Mittelmeer zu fahren und Leben zu retten. Das Motto der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod, ist aktueller denn je. Täglich sterben ganze Familien in Schlauchbooten auf dem Mittelmeer. Dagegen wollen wir etwas tun. Als Preisträger der Organisation ATTAC, Starte deine eigene Revolution, wollen wir unsere eigene Revolution für die Menschlichkeit auf dem Mittelmeer starten, um in Zukunft solche Tragödien zu verhindern. Die Organisation Pixel Helper existiert seit 2011. Allein in den letzten 14 Monaten haben wir in Nordafrika und im Nahen Osten Tausende von Schulbüchern, Fußbällen und Malkästen verteilt, um Kreativität, Bildung und Sport zu fördern. Jetzt wagen wir uns aufs Mittelmeer hinaus, um ein neues Projekt in Angriff zu nehmen und brauchen dabei eure Unterstützung. Unter dem Claim Boot für die Welt möchten wir dieses Boot für alle öffnen. Ihr könnt uns besuchen, ihr könnt uns helfen, wir haben Schlafmöglichkeiten und gemeinsam versuchen wir dieses Boot wieder seeklar zu bekommen, um damit direkt ins Mittelmeer auszulaufen, um auch im Herbst und im Winter Menschen, die verzweifelt sind, von Schlauchbooten zu retten und die Position an die zuständige Marine weiterzugeben, damit wir einfach vor Ort Hilfe leisten können, damit keine Menschen mehr sterben müssen. Liebe Unterstützer, teilt unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken und leitet unsere Crowdfunding-Kampagne an eure Freunde weiter. Denn wenn das hier nicht klappt, kaper ich das Schiff und fahre selber nach Lampedusa. Uns hält niemand auf.